Brecht von Lucke. Hallo nach Berlin. Guten Tag, Frau Weber. Freue mich. Ich mich auch. Wie steht es aus Ihrer Sicht um die Linke im Deutschen Bundestag? Fatal, ganz fatal, muss man sagen. Und die Linkspartei steht in gewisser Weise am Abgrund nach dem Abgang von Frau Mohamed Ali. Das ist eine klassische Gewehrsfrau oder eine Parteigängerin von Sarah Wagenknecht, die ja schon lange die Planung betreibt, eine eigene Partei zu gründen. Nach ihrem Abgang als Fraktionsvorsitzende ist jetzt auch Dietmar Bartsch von Bord gegangen. Das heißt, es verlassen gewissermaßen die Führungslotsen das sinkende Schiff. Dietmar Bartsch war immer derjenige, der mit Sarah Wagenknecht die Fraktion geführt hat, über lange Jahre, am Schluss mit Frau Ali. Aber er ist vor allem eigentlich jemand gewesen, der die Partei retten wollte, was irgend geht, ein gekonnter Netzwerker. Und er hat jetzt auch aufgegeben, hingeschmissen. Und das zeigt, dass dieses Boot eigentlich führungslos durch die Wellen schippert. Und man muss große Zweifel haben, ob die Linkspartei noch einmal den Einzug in den Bundestag schaffen wird. Wer kann denn in der jetzigen Situation so einen Fraktionsvorsitz übernehmen? Also im September wird ja nun mal gewählt. Und welches Personal hat die Linke denn da noch parat? Ja, das ist das ganz große Problem. Es gibt eigentlich keine Person, auf die es jetzt zuläuft. Lange Zeit war der parlamentarische Geschäftsführer Jan Korte eigentlich fast die gesetzte Person, aber er hat vor geraumer Zeit auch schon hingeschmissen. Viele, viele andere sind gegangen, die gestandene Parlamentarier gewesen sind. Jetzt ist es ja so, heute spricht die Parteivorsitzende Janine Wissler. Ganz genau, Herr von Lucke, ich muss Sie einmal kurz unterbrechen, denn Janine Wissler ist da und wir können uns anhören, was die Parteivorsitzende der Linken zu sagen hat. Zum Koalitionskrach um den Haushalt, zur Migrationspolitik der Ampel, zu den geplanten F-16-Lieferungen und zum erneuten Streik von Lkw-Fahrern auf dem Rastplatz Gräfenhausen. Danach ist wie immer Zeit für Fragen. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten eine erholsame Sommerpause. Ich freue mich sehr, Sie heute so zahlreich hier begrüßen zu können bei unserer Pressekonferenz. Ja, und obwohl es im Koalitionsvertrag vereinbart ist, kann sich die Ampel nicht einigen auf die Kindergrundsicherung. Die Debatte hat uns ja den ganzen Sommer über beschäftigt und es ist ja festzustellen, dass die Mittel, um die es geht, immer geringer werden. Es war mal ursprünglich von 12 Milliarden die Rede, obwohl Experten immer gesagt haben, man bräuchte mindestens 20 Milliarden. Dann ging es um 7 bis 8. Dann hat Bundesfinanzminister Lindner gesagt, 2 Milliarden werden eingestellt. Und jetzt gibt es offensichtlich einen Entwurf aus dem Bundesfamilienministerium, wo die Rede von 3,5 Milliarden ist. Ich will sehr deutlich machen, mit dieser Summe kann man Kinderarmut in diesem Land nicht bekämpfen. Die Armutsquote bei Kindern und Jugendlichen liegt bei fast 21%. Das heißt, fast jedes fünfte Kind ist armutsgefährdet. Und das ist eine Zahl von 2,8 Millionen Kindern und Jugendlichen, um noch mal deutlich zu machen, wie groß das Problem ist. Und das bedeutet eben praktisch Sommerzeit ohne Urlaub. Das bedeutet Sommerzeit ohne schöne Ausflüge, ohne den alltäglichen Schwimmbadbesuch, weil der einfach nicht immer drin ist. Das bedeutet eine Kindheit, in der man keinen Musikunterricht sich leisten kann, in der man schlechtere Bildungschancen hat und gerade jetzt zu Schuljahresbeginn, wo der Schulranzen gekauft werden muss und die ganze Ausstattung, das stellt viele Familien vor große Herausforderungen, von der vollen Schultüte mal ganz zu schweigen. Und das Problem der Kinderarmut in Deutschland ist auch nicht importiert, wie Finanzminister Lindner nahelegt, sondern Kinderarmut ist ein strukturelles Problem und es ist eine Folge von politischen Entscheidungen, zum Beispiel der Entscheidung, Kinder in das Hartz-IV-System zu schicken, was jetzt Bürgergeld heißt und bis heute keine eigenständige Kindergrundsicherung zu haben. Alleinerziehende sind besonders betroffen. Die Kinder von Alleinerziehenden wachsen besonders häufig in Armut auf, und zwar völlig unabhängig von der Staatsangehörigkeit. Kinderarmut ist immer Elternarmut. Und es hat was zu tun mit Niedriglöhnen, mit Teilzeit. Es hat etwas zu tun damit, dass Sozialleistungen zu niedrig sind. Und deshalb ist es dringend notwendig, hier nicht weiter Zeit zu verlieren, weil Kinder haben nur eine Kindheit, nicht weiter die Reform auf die lange Bank zu schieben, sondern endlich dieses große, ja, dieses wirklich einzig große sozialpolitische Versprechen der Ampel einzulösen und die Kindergrundsicherung einzuführen. Und nun behauptet Christian Lindner, man würde doch Kindern viel mehr helfen, wenn man in Kitaplätze und Sprachförderung investiert, als ihren Eltern Geld auszuzahlen, damit sie mehr auf dem Konto haben. Ich will dazu feststellen,
Erstens ist es überhaupt kein Widerspruch. Es ist kein Widerspruch, die Kindergrundsicherung einzuführen und die Infrastruktur auszubauen. Beides tut die Ampel aber nicht. Es war doch gerade die Ampel, die die Finanzierung der Sprachkitas eingestellt hat. Es ist doch die Ampel, die dafür Verantwortung trägt, dass in vielen Bundesländern die Sprachkitas nicht weiterfinanziert werden. Also das, was Finanzminister Lindner da gestern fordert, nämlich in Kitas und Sprachförderung zu investieren, er war doch genau derjenige, der die Mittel nicht bereitgestellt hat. Und er hat doch nicht für die Sprachkitas gekämpft, sondern ganz im Gegenteil, er ist für die Abwicklung in vielen Bundesländern verantwortlich. Und zweitens ist es natürlich seine Argumentation grundsätzlich gegen die Kindergrundsicherung, legt ja nahe, Eltern würden das Geld, das der Staat für die Kinder überweist, irgendwie für sich selber nutzen und es käme nicht den Kindern zugute. Und das finde ich eine Unverschämtheit gegenüber den Eltern. Das ist eine Stigmatisierung armer Menschen, weil die Realität ist doch eine völlig andere. Wir erleben, dass Eltern alles abknapsen, sich wirklich vom Munde absparen, damit es den Kindern bloß gut geht und sie auch möglichst auf nichts verzichten müssen. Also von daher ist doch vollkommen klar, wir brauchen die Kindergrundsicherung, weil wer soll denn, wie sollen denn die Kinder die neue Winterjacke bekommen oder das neue Paar Schuhe oder das Spielzeug ihnen kaufen? Das können nur die Eltern und dafür brauchen sie mehr Geld. Und nun reden alle über den Streit zwischen Grünen und FDP. Aber es gibt ja da auch noch eine dritte Partei im Bunde und das ist die Partei, die den Kanzler stellt, die SPD. Und da fragt man sich, wo ist eigentlich die SPD und vor allem, wo ist der Kanzler in dieser Situation? Und der Kanzler hat ja eine Richtlinienkompetenz. Sie erinnern sich, er hat sie einmal eingesetzt, als es um die Atomkraftwerke ging. Warum setzt er sie nicht ein bei der Frage der Kindergrundsicherung? Klar vereinbart im Koalitionsvertrag, klares Versprechen. Warum macht Scholz nicht deutlich, die Kindergrundsicherung wird kommen und nicht in irgendeiner vollkommen abgespeckten Variante, dass sie überhaupt nichts mehr hilft, sondern sie wird so kommen, wie sie versprochen ist. Und das ist doch das Krux generell an dieser Haushaltseinbringung und an dem Streit, den wir in der Ampel erleben. Es soll Kürzungen geben bei sozialen Einrichtungen, bei der Integration, bei der politischen Bildung. Und warum? Weil man nicht bereit ist, eine Steuerpolitik zu machen, die die hohen Einkommen, die hohen Vermögen in diesem Land stärker besteuert. Und gleichzeitig will man an der Schuldenbremse festhalten. Und das führt dann eben dazu, dass dringend notwendige Zukunftsinvestitionen unterbleiben und sozialpolitische Versprechen nicht umgesetzt werden. Und gleichzeitig will man Unternehmen um 6 bis 8 Milliarden Euro entlasten durch das Wirtschaftschancengesetz. Und der Kanzler Scholz unterstützt ja diese finanzpolitische Linie seines Bundesfinanzministers, indem auch er deutlich macht, Schuldenbremse gilt, keine andere Steuerpolitik. Und das zeigt dann eben die Prioritäten dieser Ampelregierung, dass man Subventionen und Geschenke für die einen, aber eben dann bei der Kindergrundsicherung und anderem eben kürzt und dort kein Geld zur Verfügung stellt. Und das ist nicht nur die Kindergrundsicherung, will auch erinnern an das Klimageld, was ja versprochen war. Großes Versprechen, es wird ein Klimageld geben zur Entlastung. Jetzt wurde ja deutlich, dieses Klimageld wird es nicht geben im nächsten Jahr, also eine Entlastung, die versprochen war und auch nicht eintreten wird. Das, meine Damen und Herren, hat mit Respekt nichts zu tun. All die Vorhaben scheitern an dem Unwillen, der da ist, Reichtum gerecht zu verteilen. Und da darf man nicht nur auf die FDP schauen, sondern das gilt genauso für SPD und Grüne. Wer in einem Koalitionsvertrag vereinbart, wir machen keine andere Steuerpolitik und die Schuldenbremse gilt, der muss dann eben auch, ja, da führt es eben zu solchen Konsequenzen, dass wichtige sozialpolitische Dinge nicht angegangen werden. Und wir halten das für absolut fatal und fordern dringend hier auf zu einer Korrektur, eine gerechte Steuerpolitik und die Aufgabe der Schuldenbremse, um dringend notwendige Investitionen zu tätigen. Was wir derzeit erleben, sind immer weitere Angriffe auf das Grundrecht auf Asyl. Vorneweg die Bundesinnenministerin, die offensichtlich im hessischen Wahlkampf sich etwas davon verspricht, wenn sie auf Law and Order und Migrationsabwehr setzt. Erst kam der Vorstoß zur Clankriminalität, wo ja der falsche Familienname schon reichen könnte, um im nächsten Abschiebeflieger zu landen. Und jetzt plant Faeser, schon lange in Deutschland geduldete Asylbewerberinnen und Asylbewerber ohne erneute Ankündigung einfach abzuschieben. Im § 60a des Aufenthaltsgesetzes soll demnach die Regelung gestrichen werden, dass Menschen, die bereits länger als ein Jahr in Deutschland geduldet werden, vor einer geplanten Abschiebung vorgewarnt werden müssen.
Genau diese Vorwarnung lässt den Leuten aber die Möglichkeit, rechtliche Schritte einzuleiten, persönliche Dinge zu klären, sich möglicherweise auch zu verabschieden und sich auf eine Situation einzustellen. Das heißt also, die rechtsstaatlichen Möglichkeiten, der Rechtsstaat soll ausgerechnet bei jenen Menschen eingeschränkt werden, die extrem schutzbedürftig sind. Man will also jetzt Menschen ohne Vorwarnung oft nachts oder im Morgengrauen aus ihren Betten holen, sie umgehend abschieben oder ins Abschiebegefängnis bringen. Und dazu passt ja auch, dass Frau Innenministerin Faeser den Abschiebegewahrsam ausweiten will. Es handelt sich hier um ein Hau-ab-Gesetz. Und es passt ins Bild zur Zustimmung der Verschärfung des Asylrechts auf europäischer Ebene. Man muss deutlich machen, wenn das so weitergeht, wird Deutschland mehr und mehr zum rechtsfreien Raum für Geflüchtete. Und das vergrößert die Angst und die Unsicherheit, nimmt den Betroffenen die Planungssicherheit. Ja, und wie sollen denn Menschen in diesem Land ankommen? Wie sollen sie hier sich ein Leben aufbauen, wenn sie jeden Augenblick damit rechnen müssen, abgeschoben zu werden? Der Fokus der Bundesinnenministerin Faeser liegt gerade nicht mehr auf Integration, sondern auf Abschreckung und auf Ausweisung. Und Faeser versucht offenbar, mit Law-and-Order-Politik zu punkten. Und ich will deutlich machen, wer glaubt, dass man auf Migrationsabwehr setzen müsste, damit schwächt man sie nicht, damit stärkt man die AfD. Und sie werden weiter zulegen, wenn sich jetzt auch Sozialdemokratinnen ja, rechte Forderungen aufgreifen und umsetzen. Und ich muss auch ganz persönlich als Hessin sagen, dass es eine ziemlich unheilvolle Tradition in Hessen ist, mit den Themen Flüchtlinge, Migration, mit dem Thema Law and Order in Hessen Wahlkampf zu machen. Das hat die SPD viele Jahrzehnte zu Recht kritisiert. Ich kann nur davor warnen, einen solchen Wahlkampf zu machen und zu glauben, dass dieses Thema vereinfachte Abschiebung, Flüchtlingsabwehr und Ausweisungspolitik, dass man damit in Hessen in diesen Wahlkampf geht. Dass jemand wie Jens Spahn, das ist ja wenig überraschend, jetzt gefordert hat, eine Pause zu machen von der Asylmigration, ist natürlich absolut zynisch, weil die Kriege auf dieser Welt machen aktuell keine Pause und die Menschen fliehen vor Bomben und vor Hunger. Und dann von einer Pause zu sprechen, wenn das Leid auf dieser Welt eben keine Pause macht, das ist einem Mitglied einer Partei, die sich christlich nennt, doch absolut eigentlich unwürdig. Es ist zynisch, was Spahn sagt, aber es passt ins Bild von der Politik, für die er auch steht. Als letztes, letzte Woche ist es in Hessen gelungen, eine geplante Abschiebung eines Syrers aus Kirchenasyl zu verhindern. Es ist gelungen durch breite Solidarität, durch friedliche Proteste. Und soweit ich weiß, wäre es die erste Abschiebung in Hessen gewesen, aus dem Kirchenasyl heraus. Das konnte verhindert werden durch gesellschaftlichen Druck, durch Solidarität. Und all denen, die daran beteiligt waren, denen gilt unsere Anerkennung und unser Dank. Meine Damen und Herren, in der letzten Nacht sind erneut Zivilisten in der Ukraine durch russische Angriffe verletzt worden. Wir verurteilen diese Angriffe, wir verurteilen Putins Krieg, er bringt Zerstörung und er bringt Leid und er muss sofort beendet werden. Uns treibt die Frage um, wie kann dieser Krieg so schnell wie möglich beendet werden? Und unsere Überzeugung ist, dass dieser Krieg nicht dadurch beendet wird, dass man immer mehr und immer schwerere Waffen liefert. Und deshalb sehen wir auch die Lieferung der F-16 Kampfflugzeuge, die jetzt beschlossen ist, durch die skandinavischen Staaten ablehnend. Wir glauben, dass mit der Lieferung moderner Kampfflugzeuge an die Ukraine die nächste rote Linie überschritten ist. Wenn wir uns das nochmal vor Augen halten, schwere Panzer, Streumunition, Kampfflugzeuge, Drohnen, Marschflugkörper, all das sind die Lieferungen aus dem Westen. Was kommt als nächstes? Wir erleben seit anderthalb Jahren diesen furchtbaren Krieg. Mittlerweile gibt es Zahlen über 500.000 Tote und verletzte Soldaten in diesem Krieg, Millionen Geflüchtete, Tausende tote Zivilisten. Und die Antwort, immer mehr Waffen zu liefern, führt ja offensichtlich nicht zu einem schnellen Frieden. Deshalb brauchen wir politische Lösungen. Wir brauchen einen Fokus auf Diplomatie und Bemühungen zu Friedensverhandlungen, weil die Eskalation natürlich ganz enorm groß ist, gerade auch durch Waffen, die auch auf russischem und gegen russisches Territorium eingesetzt werden können.
Zuletzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass an der Raststätte Gräfenhausen in Hessen an der A5 erneut Lkw-Fahrer streiken. Es geht wieder, wie bereits vor einigen Monaten, um die polnische Spedition Masur. Es geht wieder um ausstehende Löhne, um furchtbare Arbeitsbedingungen. Mittlerweile sind es fast 200 streikende Lkw-Fahrer, vor allem aus Georgien, die auf der Autobahnraststätte ausharren unter durchaus schwierigen Bedingungen. Und es geht um eine 500.000 Euro Gehalt, die die polnische Spedition den Fahrern schuldet. Und mir ist wichtig, deutlich zu machen, dass dieser Streik unsere volle Solidarität hat. Ich bin selber vor kurzem dort gewesen und die Botschaft der Fahrer war, ihr dürft nicht wegschauen, die Politik muss handeln, Regierungen müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass solche Ausbeutungsverhältnisse nicht möglich sind. Und darüber müssen wir sprechen, aber wir müssen auch über die Unternehmen sprechen, wie DHL, wie Porsche, wie Red Bull, die eben, ja, Geschäfte machen mit solchen Speditionen. Also auch Sie sind in der Verantwortung, jetzt Druck zu machen, damit die Fahrer das ausstehende Geld bekommen. Da sind Menschen darunter, die seit Monaten ihre Familie nicht gesehen haben, die jetzt seit Wochen ausharren auf der Autobahnraststätte. Und ja, ihnen gilt unsere Solidarität. Und ich finde, beim letzten Streik ist es ja den Fahrern gelungen, dann eben auch ihr Geld zu bekommen, ihre Forderungen durchzusetzen. Das ist ermutigend, das ist gut, unterstützt auch von den Gewerkschaften in Deutschland, von der fairen Mobilität. Und wir hoffen und wünschen den Fahrern alles Gute, dass auch sie ihre berechtigten Forderungen durchsetzen können. Und grundsätzlich ist es sehr gut, auch den Fokus zu richten auf diese Ausbeutung, die auf europäischen Straßen stattfindet und die dringend unterbunden werden muss. Ja, Gelegenheit für Fragen. Frau Maurer hat sich schon gemeldet. Und was? Ja, Frau Wissler, nach dem Rückzug von Dietmar Bartsch und ja auch von Frau Mohamed Ali steht die Fraktion relativ führungslos da. Es ist nicht absehbar, wer da überhaupt übernehmen möchte, wer auch könnte. Was ist mit Ihnen? Ziehen Sie eine Kandidatur in Betracht? Ja, ich habe das ja bereits letzte Woche schon deutlich gemacht, dass wir in den nächsten Tagen Gespräche führen werden und dass wir alles dafür tun werden, eine tragfähige Lösung zu finden. Die beiden Fraktionsvorsitzenden haben erklärt, bei der Neuwahl nicht mehr anzutreten. Die Fraktion ist ja nicht führungslos, sondern sie bleiben ja bis zur Neuwahl im Amt. Nächste Woche wird die Fraktionsklausur stattfinden, übernächste Woche die Wahl der Fraktionsvorsitzenden und wir werden in den nächsten Tagen Gespräche führen. Aber ich möchte dem jetzt nicht vorgreifen, indem ich einzelne Namen kommentiere oder irgendwelche Aussagen dazu machen, sondern wir werden das, mein Co-Vorsitzender und ich, in dieser Woche die entsprechenden Gespräche führen und sind zuversichtlich, dass wir eine gute Lösung finden. Es ist ja tatsächlich so, es wird ja viel gesagt, ne? Eine Spaltung rückt näher, ein mögliches Ende ist nah. Sie sind ja inhaltlich sehr weit auseinander mit Sarah Wagenknecht, das ist bekannt. Glauben Sie denn, dass es in Deutschland Platz für zwei linke Parteien gibt? Also ich habe ja schon mehrfach mich dazu geäußert. Ich bin der Meinung, dass die Linke eine plurale Partei ist, die aber auch klare rote Linien kennt. Die haben wir ja auch deutlich gemacht. Ob es eine neue Partei gibt oder nicht, weiß ich nicht. Ob es eine linke Partei würde, weiß ich auch nicht. Ich will deutlich machen, dass ich als Parteivorsitzende der Linken daran arbeite, die Linke wieder erfolgreich zu machen. Wir haben ein gutes Programm. Wir haben klare Forderungen im Bereich der sozialen Gerechtigkeit, beim Klimaschutz, beim Thema Frieden, beim Thema gleiche Rechte für alle. Die gilt es durchzusetzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die gesellschaftliche Situation gerade so anschaue, ne, mit einer sich zuspitzenden sozialen Krise, mit der Inflation, unter der die Menschen ächzen, steigende Mieten, wenn ich mir anschaue, dass quasi der Planet brennt, wenn man sich die Dürren, die Waldbrände, das ist ja wirklich apokalyptisch, der zweite Sommer in Folge, wo das so deutlich wird, was Klimaerwärmung bedeutet, die Kriege und Konflikte auf dieser Welt und das Erstarken der Rechten. Da kann ich doch nur empfehlen, dass wir uns endlich mit politischen Inhalten beschäftigen, dass wir einen linken Pol der Hoffnung gegen all diese Krisen aufbauen, deutlich machen, wie eine linke Antwort, eine antikapitalistische Antwort aussehen kann. Das, finde ich, ist die Aufgabe all unserer Abgeordneten, all unserer Mitglieder. Dazu kann ich nur auffordern. Und was andere tun, müssen sie selbst entscheiden. Aber wir haben deutlich gemacht, dass man das dann nicht mit Mandaten der Linken machen kann, weil es einfach unfair wäre den Mitgliedern und den Wählerinnen und Wählern gegenüber. Frau Kurz, habe ich das richtig verstanden? Okay.
Das eine ist ja, was Sie sich vorstellen. Das andere ist die Frage, ob Sie diese Spaltung überhaupt noch abwenden können. Also ich sehe tatsächlich die Linke nicht vor der Spaltung, sondern wir haben deutliche und mit sehr, sehr großer Mehrheit Entscheidungen getroffen, auch in Rücksprache mit den Verantwortlichen in den Ländern. Aber natürlich kann es sein, dass einige sagen, dass sie diesen Weg nicht mitgehen. Das ist dann bedauerlich, aber ich würde das jetzt nicht als Spaltung in dieser Form bezeichnen. Aber wie gesagt, mein Eindruck ist ganz klar, es gibt Mehrheiten in der Partei. Und wenn eine Partei mit 80% entscheidet, etwas zu tun, dann können wir nicht sagen, weil 20% das anders sehen, machen wir es jetzt doch anders, sondern dafür sind wir eine plurale Partei. Und abweichende und Minderheitenmeinungen in dieser Partei sind überhaupt kein Problem. Und natürlich hat es in jeder Partei, gibt es auch Minderheitenpositionen. Aber die rote Linie ist an der Stelle überschritten, wo eben angefangen wird, ein politisches Konkurrenzprojekt zu starten. Und das ist der Fall. Deswegen hat der Parteivorstand ja auch einen klaren Beschluss gefasst. Hat man ja doch eher das Gefühl, dass Sie sich da gerade in einem Abwärtsstrudel befinden. Wie glauben Sie, ob Ihre Partei überhaupt noch eine Chance hat? Also die Frage ist eigentlich, sehen Sie noch eine Chance für Ihre Partei? Ja, selbstverständlich. Also die Linke hat ein sehr stabiles Fundament. Wissen Sie, ich bin ja relativ viel unterwegs, auch in Kreisverbänden, in den Landesverbänden vor Ort. Und wenn ich mir anschaue, wie viele engagierte Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker wir dort haben, ja, was unsere Landtagsfraktionen so an Arbeit wegtragen, was unsere Kreisverbände dort aktiv machen, wie verankert wir vor Ort sind in Mieterinitiativen oder in Bürgerinitiativen, dann sehe ich doch, dass es da ein ganz großes Fundament gibt. Und dass wir tausende aktive Parteimitglieder haben. Von daher, ja, selbstverständlich. Und wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Also es ist doch gerade jetzt eigentlich die Stunde einer linken Partei, deutlich zu machen, wir haben eine sich verschärfende soziale Krise. Menschen wissen nicht mehr, wie sie über die Runden kommen. Aber gleichzeitig haben wir einen nie dagewesenen Reichtum in Deutschland. Also wann, wenn nicht jetzt, ist denn die Zeit, über auch radikale Umverteilung zu sprechen. Über die Frage, wie man die Privatisierungspolitik bei Krankenhäusern, bei Wohnungsbeständen, in anderen Bereichen rückgängig machen kann. Wie man dem Markt wieder Dinge entziehen kann. Es ist doch jetzt die Stunde einer linken Partei, das deutlich zu machen, eine Ampel, die völlig versagt, auf voller Linie versagt beim Klimaschutz, bei der Verkehrspolitik. Dazu brauchen wir doch linke Antworten, um den Klimawandel begrenzen zu können und natürlich auch auf das Erstarken der Rechten. Und ich sage mal so, hätte es die Linke nicht im Bundestag gegeben, dann hätte es im Bundestag keine Stimme gegeben, zum Beispiel gegen diese unsägliche Asylrechtsverschärfung auf europäischer Ebene. Wir waren die Einzigen, die laut und deutliche Opposition dazu waren. Und so ist das doch bei ganz vielen Themen. Wer hat denn gegen das 100 Milliarden Sondervermögen der Bundeswehr gestimmt? Das waren wir als Linke. Und deswegen sehe ich die Notwendigkeit und ich sehe ein Fundament. Und ich sehe, dass das im Moment eine schwierige Situation ist, dass wir in Klärungsprozessen sind. Aber ja, ich glaube an eine Zukunft dieser Partei und ich kämpfe dafür mit vielen, vielen anderen, nicht alleine, mit dem Parteivorstand, mit meinem Co-Vorsitzenden, mit den Landesvorsitzenden, darum, diese Partei wieder stark zu machen und sie jetzt in die anstehenden Wahlen, in die Europawahl, in die anderen anstehenden Wahlen zu führen und auch wieder zu Erfolgen zu kommen. Dafür arbeite ich jeden Tag und nicht nur ich, sondern tausende Mitglieder, die sagen, wir wollen diese Partei wieder erfolgreich machen und zwar aufgrund, weil wir eine Zukunft wollen, aber auch aufgrund der Tradition, in der wir stehen und weil das wichtig ist, in der Tradition der sozialistischen Bewegung im 21. Jahrhundert eine Partei zu haben, die dieses System auch grundlegend bereit ist, in Frage zu stellen. Soweit die Co-Parteivorsitzende der Linken, Janine Wissler. Ich spreche jetzt noch einmal mit Albrecht von Lucke, Politologe und Publizist. Herr von Lucke, wie ordnen Sie diesen Auftritt von Janine Wissler ein? Naja, das ist ein Lehrbeispiel für eine, ich sage es mal, Pressekonferenz fast der Verzweiflung. Wir haben erleben können, dass Frau Wissler, wie es sich ja gehört, erst einmal die politische Lage geschildert hat, was aber von den versammelten Journalistinnen und Journalisten mit absolutem Desinteresse
konnotiert wurde und aufgenommen wurde, eben aus gutem Grund, weil nur eines interessiert, ist diese Partei, die Linkspartei, überhaupt in der Lage zu überleben? Ist sie aus eigenen Gründen in der Lage, wieder eine starke Partei zu werden? Was Frau Wissler fast flehentlich am Ende behauptet, was aber gegenwärtig durch die aktuelle Lage konterkariert wird. Und deswegen hat man eine verzweifelte Parteiführerin erlebt, der gewissermaßen das Hinterland erodiert nach dem Abgang von Frau Mohammed Ali, der einen Fraktionsvorsitzenden, jetzt eben Dietmar Bartsch. Und dann sind natürlich nur die Fragen im Raum, die die Frage aufwerfen, wie geht es eigentlich weiter mit diesem Laden? Und das zeigt, das erste Gebot für jede Partei muss es sein, wenn sie denn politisch wirksam sein will, sie muss ihre eigenen Strukturen klar und konzentriert halten und sie muss damit schlagkräftig erscheinen. Gegenwärtig hingegen ist die Partei, die Linkspartei, in gewisser Weise in der Geiselhaft von Sarah Wagenknecht und ihren Anhängerinnen und Anhängern, die eigentlich nur darauf abstellen, den richtigen Moment zu finden und abzuspringen und damit der Partei im Bundestag sogar den Fraktionsstatus zu rauben. Denn wenn sie abspringen, dann hat die Partei nicht einmal mehr diesen Status und dann wird sie noch bedeutungsloser werden, als sie es jetzt bereits ist. Darüber sprechen wir gleich. Gerne über Sarah Wagenknechts Pläne. Was ich noch einmal kurz fragen wollte, ist diese Situation der Linken, wie sie derzeit sich gestaltet, ist sie in irgendeiner Weise symptomatisch auch für die Inhalte der Partei, die Janine Wissler, das muss man ihr zugestehen, jetzt tatsächlich auch nach vorne geschoben hat und versucht hat abzulenken von Personalfragen. Aber gibt es noch Raum für linke Ideen links von der SPD im Deutschen Bundestag und in Deutschland? Naja, den gibt es sicherlich, denn ich meine, wir müssen das unterscheiden. Die Spaltung, die sich in der Linkspartei abzeichnet, ist eine, die auch inhaltlich begründet ist. Was Janine Wissler jetzt versucht, ist das Unternehmen gewissermaßen den Raum, der vor allem links von den Grünen freigemacht wird, zu besetzen. Also in gewisser Weise eine klarere Ökologiepolitik zu befördern, zu propagieren, weil natürlich in der Ampel die Grünen auch sehr eingeschränkt sind. In der Asylpolitik viel grundsätzlicher das Recht aufs Asyl zu verteidigen. Also all das, was die Grünen an Kompromissen opfern müssen, besetzt jetzt die Linkspartei. Die ganz große Frage ist, und da sind wir bei der Gründung von Frau Wagenknecht, die Frage, die zentral ist, ist die, ob das für eine linke Partei, also hier für die Linkspartei, reicht. Das Prinzip Wagenknecht ist genau das andere. Sie will die Marginalisierten, die Schwachen, Schwachverdienenden, die Lohnabhängigen sammeln, die ein Stück weit gerade gegen die Grünen-Politik in Stellung gebracht werden. Wagenknecht sagt ja, die Grünen sind die gefährlichste Partei im Lande. Also eine bemerkenswerte Aussage eigentlich für eine vermeintlich linke Politikerin, die damit sagt, Ökologie ist nicht das zentrale Thema. Aber damit hofft sie eben sowohl bei der AfD als auch im linken Spektrum die Verlierer, die Globalisierungsverlierer zu gewinnen. Das ist der Spalt, der gegenwärtig durch diese linke Partei geht und auch durch die Wählerschaft. Und die große Frage ist, und das ist das inhaltliche Fragezeichen, kann es für die Linkspartei reichen, wenn sie ein Stück weit grüner sein will als die Grünen, auch weltoffener, humanitärer? Daran hat Wagenknecht immer Zweifel geäußert. Und es ist tatsächlich eine berechtigte Frage, ob das noch reichen wird, um 5% für den Bundestag zu gewinnen. Jetzt sind wir bei Sarah Wagenknecht und ihren Plänen. Noch sind es Gerüchte, allerdings konkretisieren die sich. Es geht um mögliche Verlautbarungen im Oktober. Nun hat sich die Politikprofessorin Ulrike Gero zu Wort gemeldet. Sie sei gefragt worden von Sarah Wagenknecht, ob sie sich zur Europawahl 2025 würde aufstellen lassen für so eine Partei. Aber sie sagten gerade vermeintlich links. Was für eine Partei, was für ein Konstrukt wäre das, wenn es nur vermeintlich links wäre, und was für Chancen hätte es in der politischen Landschaft in Deutschland? Die Stoßrichtung von der Partei Wagenknecht, und man kann ja gespannt sein, welchen Namen sie sich geben wird. Ich habe große Zweifel, dass sie sich mit dem Namen links wird schmücken wollen, weil sie ein ganz anderes Ansinnen hat. Sie ist im Kern zunächst einmal eine nationalistisch orientierte Partei, absolut europakritisch, sehr kritisch, wie ich sagte, gegenüber einem universalistischen Anspruch, den beispielsweise die Grünen vertreten. Klimapolitik ist für Sarah Wagenknecht eher eine Politik, die den Anspruch hat, dem kleinen Mann, der kleinen Frau etwas wegzunehmen, gegen die kleinen Leute gerichtet. Also auch hier alles andere als universalistisch, also nicht einem linken Anspruch klassischer Art gehorchend. Nein, sie ist national, um nicht zum Teil zu sagen, national populistisch ausgerichtet, mit harter Kritik immer nur an den Eliten, da übrigens auch sehr, sehr nah in dieser Stoßrichtung gegenüber und bei der AfD. Der Unterschied ist, dass sie stärker als die AfD noch die soziale Frage handhaben will und da auch vielleicht noch radikaler gegen die Eliten in dem Sinne, das Volk, also die kleinen Leute, werden ein Stück weit ausgebeutet vom Kapital, aber auch von den Bestverdienenden. Das ist die Stoßrichtung. Die ist in dieser Gerechtigkeitsfrage durchaus klassisch links, aber alles andere,
was eben eine internationalistische Position anbelangt, die Orientierung auf globale Rechte, Migration, Klimaschutz, da ist Wagenknechts Partei alles andere als links. Und deswegen bin ich sehr gespannt, oder ich sage, die kommende Partei ist alles andere als links. Deswegen hat Frau Wissler durchaus recht, wenn sie die Frage aufwirft, wird das überhaupt eine linke Partei sein? Und da kann man sehr gespannt sein. Übrigens auch ironisch, dass Frau Gero, die früher mal eine große Europabefürworterin war, um nicht zu sagen eine Europa-Utopistin, sich jetzt zur Gewehrsfrau und Anhängerin von Frau Wagenknecht als Nationalpopulistin entwickelt hat. Das hat eigentlich mit ihrem früheren Konzept nichts zu tun. Es zeigt aber, dass Wagenknecht all die auch einzusammeln versucht, die im Zuge der Corona-Krise, auch im Zuge des Ukraine-Krieges anti-westlich sind. Denn das ist die Überschrift, anti-USA. Und ein Stück weit auch ausgesprochen russlandfreundlich, wie es in letzter Zeit Frau Gero auch gewesen ist. Soweit Albrecht von Lucke, Herausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Wir werden bei Phoenix weiter beobachten, wie sich diese mögliche Partei entwickelt. Ich danke Ihnen, Frau Weber. Und soweit Phoenix vor Ort. Wir melden uns um 14 Uhr schon wieder mit neuen Themen. Darin auch die Kinderarmut, die thematisiert wurde, und auch die Kindergrundsicherung. Bleiben Sie bei uns hier bei Phoenix. Die Sache mit der Erwärmung, alles Schwindel, reine Geldmacherei, ein Schwindel. It's a hoax. Die ganze Klimakrise ist nicht nur Fake News, auch Fake Wissenschaft. Es gibt keine Klimakrise. Die Erwachsenen sagen das eine und machen das